Hallo, ich lese hier jetzt eine Rede vor, die eigentlich Hadia Barak vorlesen sollte. Im Nahen Osten gibt es einen dritten Wandel, der dritte Weg der demokratischen Autonomie in Rojava unter Führung kurdischer Frauen. Die Vielfalt im Nahen Osten blüht wieder auf. Wir, das kurdische Volk, waren mittendrin im Geschehen. Eine zerstörerische Macht, die als Dschihadisten bezeichnet werden. Die Terroristen der IS sind Instrumente jener Mächte, die den Nahen Osten nach ihren Mächten und Bedürfnissen umstrukturieren wollen. Die größten Komponenten sind Kurden. Darum waren sie auch die Zielscheibe. Schengal und Kobani sind lebendige Beweise vor Augen. Alles zerstört und vernichtet, was sich bewegt. Das Ziel dieser Mächte ist der Wert der Demokratie, Frieden und Freiheit, die die kurdische Freiheitsbewegung Anfang der 70er Jahre neu zum Leben erweckt haben, zu zerstören. Die Nationalstaaten versuchen seit Jahrzehnten, ihre eigene Politik und ihr System aufzuzwingen. Rojava dient dem gesamten Nahen Osten als ein Vorbild für ein friedliches Miteinander. In Rojava wird mit der Vielfalt aller Völker und Religionsgemeinschaften eine freie, demokratische und ökologische Gesellschaft aufgebaut. Frauen können sich selbst organisieren und selbst verwalten. Aus Frauensicht wird in Rojava die demokratische Autonomie aufgebaut. Frauen befreien sich aus den Ketten jahrzehnter patriarchaler Herrschaftssysteme. Kobani leistet seit 90 Tagen Widerstand gegen eine Terrororganisation, die von Nationalstaaten in jeder Hinsicht finanziell, logistisch, militärisch, allen voran der Türkei, Katar, Saudi-Arabien, USA und die EU-Staaten unterstützt werden. Frauen schützen humanitäre Werte in Rojava. Überall in Rojava kämpfen wir seit 2 Jahren gegen diese Barbaren. Das kurdische Volk leistet selbst Widerstand, ohne jegliche Hilfe von außen. Mit der Kraft der freien Frauen stellen wir uns gegen alle Nationalstaaten, um die Demokratie zu verteidigen. Nun werden wir weltweit solidarisiert. Es muss in Handlungen stärker umgesetzt werden, es darf nicht mehr mündlich ausgesprochen werden. Wir kämpfen aus eigener Kraft mit eigenen Mitteln. Im 21. Jahrhundert werden Menschen von diesen Barbaren der IS geschlachtet. Das kann nicht akzeptiert werden. In Rojava wurden Menschen geschlachtet, in Schengal wurden Menschen geschlachtet. Die Soli-Aktionen müssen erweitert werden. Der 1. November soll zum internationalen Anlass werden, um Solidarität mit den Freiheitskämpferinnen zu bekunden. Wir, das kurdische Volk, die kurdischen Frauen, verteidigen die humanitären Werte aller Menschen weltweit und sind davon überzeugt, dass die Demokratie siegen wird. In Rojava ist die starke Präsenz der Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen vor Augen. Die Revolution in Rojava wird in erster Linie auch als eine antipatriarchale Revolution verstanden, denn die kurdische Freiheitsbewegung sieht den Staat als zentrales Unterdrückungsmittel und analysiert historische Staatlichkeit als Ausdruck des Patriarchats. So sind in allen Rätestrukturen die Frauen gleichberechtigt präsent. Weiterhin existieren zu allen gemischten Strukturen parallel autonome Frauenstrukturen, welche die Umsetzung der Ziele der Geschlechtsbefreiung garantieren soll. Konkret heißt das zum Beispiel, dass bei Fällen von Gewalt juristische Frauenkommissionen zu den Fällen arbeiten und solche Fälle nicht von Männern behandelt werden dürfen. In vielen Stadtteilen gibt es außerdem inzwischen sogenannte Orte für Frauen. Räumlichkeiten, in denen Frauen zusammen können, sich gemeinsam bilden, ihre Probleme besprechen, oft werden Computer-, Sprach- oder Nähkurse angeboten. Die wichtigste Arbeit ist jedoch die Hilfe bei gesellschaftlichem Sexismus. Weiterhin gibt es das Ashiyas-Jin, die Frauensicherheitskräfte, die neben den normalen Aufgaben als Sicherheitskräfte insbesondere auch soweit möglich bei Gewalt inventieren. Es wird von Frauen eine kommunale Frauenökonomie in Form von Frauenkooperativen aufgebaut, um die Frau auch ökonomisch unabhängig zu machen. Die Bildung hat eine zentrale Stelle in der kurdischen Bewegung und sie findet organisiert von der Frauenbewegung Yekatiyastar auf allen Ebenen statt. Diese Bewegung strahlt mittlerweile weit über die kurdische Bevölkerung aus, da sich in allen Bereichen, vor allem auch in der militärischen, assyrische, arabische und kurdische Frauen beteiligen und dort entsprechend Empowerment erfahren. Das Gleiche gilt auch für männliche Einheiten, die sich ebenfalls in ihrer Bildung mit der Frauenfreiheitsideologie auseinandersetzen. Insofern können wir deutlich einen Transformationsprozess in der gesamten Gesellschaft Rojavas sehen, der einmalig für den heutigen Mittleren Osten ist.